Hi Leute, willkommen zurück zu Elex. Ihr habt's gemerkt, ne? Fast wäre es passiert. Fast wäre es mal wieder passiert. Oh Baby, das kann natürlich nicht sein. Wir wollen hier das nicht als Risen 3 bezeichnen. Nein, das hier ist Elex. Definitiv ist es Elex. Und ich bin so froh, Leute, dass wir solche Sachen wie Tiere ausschlachten und so weiter alles für so Attributpunkte kaufen müssen, die wir durch das Überleben von Kämpfen gegen so komische... Hier, guck mal, da ist ein, hier dieser kleine Wurstbiber ist da direkt neben Hitler. So. Schwacher Kritter. Boom. Gibt aber auch nur 5 Erfahrungen, genauso wie ein normaler. Das ist nicht gut, Kinder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nö. Das ist ja... Weiß ich nicht. Das ist ja wie das Deutschstudium. Kannst du entweder ein Pro-Seminar bei so einem richtig harten Hund belegen, wo du, wenn du einen Fehler machst, rausgeschmissen wirst, oder du machst das bei irgendeinem richtigen Luri, der die ganze Zeit nur Blödsinn labert und sagt, ja, ja, ihr kriegt schon alle eure Eins. Ja, das ist, du kriegst gleiche Note dafür. Der fragt keiner mehr. Wie ist die zustande gekommen, oh, Leute? Darf ich hier nicht einfach mal hier an der Kiste, ohne dass ich hier gefressen werde von irgendjemandem? Also, die Kiste ist gar keine Kiste, ist so eine Pseudokiste. And nobody has gemerkt it. Hier ist aber schön. Kann ich von hier irgendwo sehen, dass man da vielleicht irgendwo einen Teleporter hat? Ich finde die Dinger nie. Also das könnt ihr euch wahrscheinlich... Ich muss irgendwann mal später, wenn das Fandom ein bisschen gewachsen ist hier und die Leute für lau gearbeitet haben, für eine gewisse Anerkennung, und ich werde denjenigen natürlich dann auch beim Namen nennen. Ich muss dann definitiv irgendwann mal darauf kommen, dass ich hier, ach komm, eine Karte mir gebe, wo dann draufsteht, wie viele Teleporter es gibt, wo die alle sind und so weiter und so fort. Das ist wichtig, das muss ich noch machen. Das gehört zum Spielgefühl dazu. Felsassel. Nein, nein, nein! Nein, nein, bitte! Bitte schlag mich nicht! Ah. So eine Felsassel, die nicht kämpft, 2 Erfahrungen, aber so ein Critter, der mir in den Arsch beißt, 5 Erfahrungen. Ja, irgendwie, ich finde von der Kurve hier, da haben die was falsch gemacht. Da ist irgendwie, da kommt so eine Felsassel und steht gerade auf und er legt sie erstmal schlafen. Ich hatte ja Angst, dass sie dann so matrixmäßig bei mir in den Bauch reinkrabbelt. Das will ich nicht. Das ist voll gefährlich. So. Hallo. Okay. Machen wir mal wieder mit unserem Ding hier. Mit so einem Gameboy. Den Spind auf. Das ist doch wohl voll gut. Was ist das? Guck mal, Chocobo, der kriegt. Ich habe keine Pfeile mehr, Kinder. Ich brauche mal Pfeile wieder. Ist das ein Beißer oder ein schwacher Beißer? Ihr habt gesagt, wenn ich ausweiche, macht er nichts. Oh Mann, ey. Und da drüben läuft einer rum. Und das ist eben das Doofe. Du triffst hier in der Pampa 3 Leute. Seid ihr eine Patrouille? Hallo. Ich komme in Frieden. Halt! Wer da? Warte mal, bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Was hast du noch über mich gehört? Gehört? Du meinst, welche Lügen sie mir noch aufgetischt haben? Hast du jemals schon von einer gescheiterten Alp-Exekution gehört? Ich jedenfalls nicht. Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Kein Plan. Sie haben wirklich versucht, mich zu exekutieren. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kalax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen.
Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elixitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elixitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Was weißt du über Kallax momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Konverter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Ja, danke. Kampfkraft, Expertise, hast du nicht gesehen, dass ich hier gerade von einem Hühnchen verhauen wurde? Das ist okay. Spricht für ihn und spricht für mich. Also, wenn er das nicht mitgekriegt hat, ist es seine Sache. So, bis zur Mittagsstunde wird jetzt geschlafen, wird geschlafen, wird geschlafen. Denn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Steh immer wieder auf hier. So. Ist okay. Ich starte mal neu. Guten Morgen, wir sind wieder da. Nachdem das Spiel abgestürzt ist, haben wir jetzt uns nochmal gefangen. Schön, ne? So, was ist das eigentlich da für ein geiles Aggregat? Da gehe ich, glaube ich, jetzt mal hin. Da werde ich vermutlich so herbe auf die Fresse kriegen, aber das ist mir egal. Ihr habt mir gesagt, ich soll nochmal... Vral hat mir gesagt, ich soll nochmal zum Anfang gehen, da wo ich am Anfang gestartet bin. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo das war. Weiß ich nicht. Doch, das war hier, ne? Ja, ich habe es nicht gemacht. Supersonic Man, are you? Warum kannst du eigentlich keine funktionierende Laterne mitnehmen? Immer nur kaputte, ne? Die funktionierenden brauchen wir noch. Die müssen da noch stehen bleiben. Das ist okay. Ich habe übrigens Minerva gerade so eine fette Wanze in ihren Heuring gepackt und jetzt klettert sie da rum und versucht, die da rauszuziehen. Das ist... Die versucht es richtig. Ah, da hinten sind wieder diese Viecher. Und hier ist... Schwacher Critter? Der aber genauso viel Erfahrung gibt wie ein Starker? So, jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren hier. Das war jetzt gerade nicht gut. Da drüben sind drei von den Viechern. Das lasse ich natürlich nicht... Was passiert jetzt denn? Hallo? Liegt das an... Ja, das ist schon so eine radioaktive Verseuchung, die hier gerade passiert. Das ist mir schon bewusst, aber... Woher kommt das? Von dem Ding da hinten, oder? Von den Fässern. Keine Ahnung. Mann. Starte endlich das Spiel. Hm...
ist ja auch alles so interessant hier. Da ist auch ein Chicken. Hey, Chicken! Kleiner Beißer. Kleiner Scheißer wohl eher. Ja, ist halt doof, dass sie immer so ausweichen können, ne? Bühm! Haben die Gegner eigentlich auch Ausdauer? Das wäre mal cool zu erfahren. Ich glaube ja, ne? Haben die. So, ich mache mich jetzt auf den Weg nochmal zurück zum Start-Dings. Wer ist hier? Und ich gehe durch die Natur. Vielleicht finde ich da ja neue Sachen. Hoffentlich bist du ein junger Hornwolf. Du siehst übrigens aus wie ein Alter, ne? Okay, jetzt Kuh. Na, ist egal. Ist eh tot. Rohes Fleisch erhalten. Ja gut, jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Hä, wo ist denn oben? Okay. Ach genau, ey, dann sind die drei Dinos von der Tankstelle hier wieder, ne? Hätten die nicht zumindest zum Startpunkt irgendwie drumherum so ein bisschen nett machen können? Mit so Viechern, die ich auch kaputt kriege und nicht überall so Supermonster. Warte mal, hier ist eine Befestigungsanlage. Das bedeutet, hier ist vermutlich ein bisschen Zivilisation. Das wäre cool, ne? Beobachtungsnotizen. Die gucke ich mir gerne an, aber erstmal gehen wir hier rauf. Hallo. Hier ist nichts, ne? Okay, Beobachtungsnotizen. Warte hier in Stellung. Am Konverter habe ich Eis gesehen. Schon merkwürdig für diese Jahreszeit. Der Konverter wurde vollständig abgeschaltet. Mein Posten soll aber bemannt bleiben. Mir ist aufgefallen, dass das Eis seit Tagen weniger geworden ist. Der Konverter ist jetzt schon eine ganze Weile abgeschaltet und das Eis ist verschwunden. Ist es vielleicht durch das Elex gekommen? Die Alps haben schon viel von dem Zeug dort gewonnen. Könnte es eine so große Menge gewesen sein, dass es deutlich kälter geworden ist? Tja, und dann wurdest du gefressen von den Dinosauriern hier. Ja. Sheep Hippins. Sheep Hippins. So, warte mal, bevor ich hier sterbe. Karte. Also. Ich versuche mich hier gerade zurechtzufinden. Tut mir leid. Da brauche ich jetzt meine 2 Minütchen für. Ich glaube, wenn ich da unten die Straße einfach hier links weiterlaufe, dann. Dann kriege ich richtig Probleme. Da sind ganz viele böse Supermänner. Und das will ich nicht. Hier sind irgendwo die Dinosaurier, aber ich hoffe mal, dass ich denen nicht über den Weg laufe. Und falls doch, renne ich einfach ganz schnell weg. Unbrauchbare Verbandstasche. Verbandtasche. Danke. Ja, das ist ein. Das hat mit Verbänden nichts zu tun. Es ist kein Fußballverband. Ach, ist da eine Höhle oder was ist das? Hä? Hat da einfach einer eine Kerbe in den Stein gehauen? Eine angemalt hier. Um mit meinem räumlichen Sehen zu tricksen. So. Hier unter den Stromkabeln lang. Ja. Ich teleportiere mich jetzt einfach hier hin. Und gehe dann in Richtung. Ne? Da, wo ich hin wollte. Ich mache mal diesen einen Wegpunkt weg. Ne? Das ist ja eigentlich egal. So, Marker setzen. Dann kann ich jetzt zumindest gucken, in welche Richtung ich muss. Lass mir das direkt anzeigen. Ich habe einen Ohrwurm von Don't Stop Me Now. Und der ist richtig heftig. Den habe ich schon seit 2 Tagen. Nein, Beißer, nicht kleiner Beißer. Ah, das finde ich immer so doof. Weil man immer hört, dass man was trifft. Aber man trifft leider nur die Steine, die hier so neben sind. Bam! Na, der letzte ging ins Leere. Oh, der war noch gut. Das hat noch geklappt. Fein. 10 Erfahrungspunkte. Die habe ich mir verdient. Ein halbe Level schon fast fertig. Das ist gut. Da drüben ist noch irgendwie so eine Wurstbestie.
Ich brauche unbedingt Pfeile. Weil mit Pfeilen, da ist das alles einfacher. Hier ist Elixid? Das ist ja geil, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Neben einer Leiche. Knochen liegen da, aber Blut ist noch nicht trocken. Nee. Vielleicht sind das ja andere Knochen. Vielleicht ist da auch einer nur über so eine Ketchupflasche gelaufen. Ich meine, man muss ja auch nicht immer üble Nachrede betreiben, ne? Ja, vielleicht war das ja alles ganz koscher, was hier passiert ist. Aber gut, wir haben ja gesehen, wir sind schon mal hier lang gelaufen neulich. Hier oben ist ja dieser eine Bandit, der uns verhauen hatte. Und, der Critter ist wieder da. Das heißt, wir können theoretisch hier farmen. Immer wieder 5 Erfahrungspunkte. Das ist ein langer Weg, aber der Weg führt auf jeden Fall zu einem Ziel. Ich meine, da muss man auch nicht päpstlich sein, finde ich, ne? Das ist schon Plus. Okay, dann gehen wir mal wieder hier rinne. Having a good time, having a good time. Okay. Drücken. Passiert nichts. Ist okay. Ach so, das war für einen Aufzug. Ab nach oben. Ach ja, wie schön das doch ist. Los, los, los. Fahr schneller. So ein bisschen wie der Aufzug in Dark Souls. Der hat uns ja auch dann hinterher umgebracht. Also nicht der Aufzug, sondern die Leute, die hinter dem Aufzug waren. Diese Skelette. Okay, jetzt kann ich hier rauf, oder was? Ach du heilige Pimpernelle, ey. So. Wie schön. War ich hier schon? Neben Elektroschrott. Nee, wenn hier noch so viel rumliegt, dann war ich da noch nicht. Und jetzt will ich aber, dass das verblost gut ist, was ich hier kriege, ne? Also. Guck mal, so viel Klebeband. Da kann ich 20 Leute fesseln. Das wird schön. Auf den Tag freue ich mich schon. Ja, immer mehr Klebeband. Also es ist schon ordentlich Geld, was wir hier machen. Ring der Lebenskraft. Oh ja. Und hier direkt neben der Leiche. Einfach mal eine Runde pennen. Ist schön. So. Schlafsack. Ein Spielzeug-Dino. Raptor. Das ist Raptor. Jetzt habe ich Rex und Raptor. Habe ich alle beide. Schwefelbrocken? Okay. Das ist doch bestimmt ein Spind, den ich öffnen kann, oder? Nee. Okay. Aber der Ring der Lebenskraft, der klingt gut. Bolzen. Hier sind so viele gute Sachen. Gut, danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Ach ja. Wer erkundet, wird belohnt. So, dann nehmen wir den Radiator hier auch mit. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. Mächtiger Heiltrank und den Werkzeugkoffer. Den hätte ich auch noch gerne eigentlich. So, und ihr kennt mich. Ich versuche jetzt hier oben drauf zu kommen. Wer auch immer... Ja, das, wahrscheinlich bugge ich das Spiel gleich, aber das ist okay. Wir haben es zumindest mal versucht. Oh ne, jetzt muss ich auch gucken, wo ich hier am besten raufkomme. So, das ist genau das, was ich wollte. Da unten ist eine Kiste, ne? Plasma-Raketen, ich glaube, ich werde besoffen, ey. Boah. Plasma-Raketen, gib mir einfach alles, ey. Das ist doch der Wahnsinn. Plasma-Rakete. Detoniert in einer kleinen Plasma... Detoniert in einer Plasma-Explosion. Okay. Siehst du wohl. Und das ist doch wohl jetzt geil. Das ist der Moment, den ich mir am Anfang gewünscht hätte.
Oh ja, Leute, die Welt wird bald uns gehören. Die ganze Welt!